Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder zu einem Video über ein Set von Sluban. Und zwar einem Set der Police-Reihe, der M38B0185. Und zwar hat es 133 Teile, ist ab 6 plus geeignet, kostet so roundabout 7, 8 Euro rum. Und ich bin mal gespannt, was man dafür bekommt. Wir haben ja schon mal rausgefunden, dass wirklich kleine Sluban-Sets meistens die sind, die besser sind. Weil Sluban, die Teilequalität, die Konstanz bei der Teilequalität, Qualität ist meistens für ein kleines Set besser geeignet als für ein wirklich großes. Und da bin ich mal gespannt, ob das sich hier wieder bewahrheitet. Schauen wir uns mal die Verpackung an. Wir haben hier die Figur abgebildet und die ganzen Funktionen. Ich meine, wir kennen es ja schon. Hier oben haben wir nochmal die Setnummer. Hier haben wir ein Bild der Funktion, und zwar das, was Cockpit öffnen können. Ist ja schon mal mehr als nichts. Dann haben wir hier nochmal ein Bild. Es gibt nämlich hier ein B-Modell. Das zeige ich euch aber auf jeden Fall auch noch. Hier haben wir die Warnhinweise und alle möglichen Texte. Könnt ihr gerne durchlesen. Haltet einfach das Video an. Und hier haben wir nochmal die Warnsymbole und das Recycling-Symbol und was auch immer. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, haben wir hier nochmal das zweite Bild auch von dem B-Set und eben hier nochmal das Logo. Und kommen wir zur Rückseite. Und auf der Rückseite, da sehen wir nämlich das B-Modell und hier das A-Modell. Je nachdem, wie man es sieht. Die einen kaufen es deshalb, die anderen kaufen es deshalb. Ich denke aber, die meisten kaufen es wegen dem Polizeihubschrauber. Und ich würde sagen, wir haben ja auch schon mal einen größeren Polizeihubschrauber von Banbau hier unter die Lupe genommen. Verlinke ich euch hier irgendwo. Genau da. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt auf jeden Fall mal das Set und schauen uns an, was sich im Inneren des Kartons verbirgt. Und wer jetzt geraten hat, dass sich im Inneren eines Klemmbausteinsets Klemmbausteine befinden, der bekommt von mir über 200 Punkte. Und zwar haben wir nämlich hier die zwei Tüten mit den Klemmbausteinen. Sehen farblich, finde ich, sehr gut aus bisher. Die schauen wir uns auf jeden Fall dann nochmal an, wenn ich die Tüten aufgemacht habe und wenn wir das Set bauen. Dann haben wir noch einmal einen Träger mit den verschiedensten Waffen und Zubehör teilen. Ich muss sagen, das sieht mir ein bisschen nach was anderem aus als Polizei. Also, sind glaube ich eher amerikanische Verhältnisse. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Anleitung drin. Die sieht farblich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend aus. Hat was von ausgeblichen, obwohl es ja nur ein original verpacktes Set war. Wer weiß. Ist auf jeden Fall wieder eine Auffaltanleitung. Ja, es gibt schönere Anleitungen als die Anleitungen von Sluban, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird ausgegraut, was schon gebaut ist, was neu gebaut ist, ist in Farbe dargestellt. Wir kennen es eigentlich alle, muss ich glaube ich nichts groß dazu sagen. Wenn es irgendwelche Auffälligkeiten oder Fehler in der Anleitung gibt, dann sage ich euch da im Bau Bescheid. Und dann haben wir hier nochmal einen Werbezettel, diesmal aber glaube ich einen anderen Werbezettel, zumindest von dem Cover davon. Und den können wir auch gerne mal aufmachen. Ich gönne denen doch die Werbezeit. So, wo wir jetzt den ganzen Kram, der eigentlich niemand interessiert, hinter uns haben, würde ich sagen, ich mache jetzt die Tüten auf, fange jetzt an zu bauen und dann zeige ich euch das Set und sage euch, ob ich Spaß hatte, ob ich nicht Spaß hatte, ob ich euch empfehlen würde, Fehler, Schwächen, was weiß ich, alles dabei. Viel Spaß! Ihr wisst ja sicherlich mittlerweile, dass es bei mir ein gutes Zeichen ist, wenn ich bei solchen kleinen Sets wie hier mit 133 Teilen keinen Zwischenschritt mache. Weil das heißt im Endeffekt nur ein was, dass es mit der Anleitung und dem Aufbau überhaupt keine Probleme gab und dass alles ordentlich vonstatten ging. Ich muss erstmal, bevor ich über alles andere rede, etwas sagen. Und zwar sind die Farben zum Glück nicht so, oder auch wie sie in der Anleitung dargestellt sind, sondern schön satt, wie ihr es jetzt auch hier im Modell seht. Und das macht schon viel aus. Also das hätte nicht ordentlich ausgesehen, wenn es so wie in der Anleitung gewesen wäre. Aber Daumen gedrückt, es ist zum Glück anders. Das macht schon mal das Set um einiges besser. Ich habe ja schon mal den anderen Polizeihubschrauber von Van Bau vorgestellt. Da habe ich euch jetzt wahrscheinlich hier schon mal irgendwo ein Bild eingeblendet. Da war natürlich ein ganzes Stück größer, hatte aber auch mehr Teile und vor allen Dingen mehr Formteile. Das haben wir jetzt bei diesem Sluban-Set hier nicht. Wir haben relativ wenige Formteile, also natürlich hier einige Teile beim Cockpit und so ein paar Teile hier unten eben. Aber das ist nicht so schlimm, wie es bei dem Banbao-Set war. Und na gut, wenn wir von schlimm reden, Formteile sind ja partout nichts Schlimmes, aber man sollte halt eigentlich mehr baubare Lösungen haben als Formteile, finde ich, zumindest in Klemmbausteinsets, weil das ist der Sinn von Klemmbausteinen, dass wir aus Klemmbausteinen Sachen bauen. Das ist natürlich dann immer mal eingeschränkt, man braucht auch mal Formteile, um irgendwelche bestimmten Formen eben darzustellen, wie es der Name sagt. Und hier
haben wir dann natürlich auch Abstriche beim Design dadurch, dass es wenig Formteile sind. Das ist dann wieder auch im Vergleich zu dem Banbao-Hubschrauber so eine persönliche Präferenzsache. Gefällt mir was vom Design und ich nehme dafür die Formteile in Kauf, dann hat man wahrscheinlich mit dem Banbao-Produkt mehr Spaß. Sagt man, ich möchte mehr baubare Lösungen haben und weniger Formteile, dann kann man auch gerne zu diesem Luban-Set hier greifen. Auch preislich ist da ein großer Unterschied. Das Luban-Set kostet um die 6 Euro und das Banbao-Produkt kostet schon neu um die 15 Euro. Und da gehen wir aber preislich noch ein ganzes Stück nach oben, weil das Banbao-Set in Deutschland relativ selten ist. Aber gut, jetzt haben wir so viel geschwafelt. Wie gesagt, kommen wir wieder zum Punkt. Der Bau war problemlos, es hat Spaß gemacht und da kann man auch schon einiges über die Teilequalität ableiten. Weil natürlich macht ein Bau keinen Spaß, wenn die Teilequalität vom Bau her eben schlecht ist. Sie haben alle gut gepasst, es war ein schönes Baugefühl, es gab jetzt keine Stellen, wo sie zu locker waren, wo sie zu fest waren, hat alles Spaß gemacht an und für sich. Das Einzige, was ich ein bisschen doof finde, was aber eher an der Baulösung als an den Teilen liegt, ist das hier oben, der Rotor. Eben sehr wackelig sitzt. Also er dreht sich, das ist schön, aber er ist halt wirklich sehr, sehr wackelig hier. Und immer wenn man damit spielen möchte, wackelt das hier oben rum. Das ist wie gesagt aber eher von der Baulösung her das Problem, weil ich kann ihn ja auch mal abnehmen für euch. Wir haben halt hier einfach nur so einen Ansatzpunkt und dann hier stecken wir es drauf und das kann natürlich nicht sonderlich fest sein, weil wenn es sonderlich fest wäre, dann würde es sich auch nicht mehr drehen. Das hätte man ein bisschen eleganter lösen können. Die Teile hätte Luban dazu sicherlich auch gehabt, um das eleganter zu lösen. Aber gut, es ist eben so gelöst worden und dementsprechend haben wir da einen kleinen Abstrich. Ähnlich ist das auch mit diesen Propellern hier hinten. Da haben wir aber auch noch das Problem, dass sie sich auch nicht wirklich gut drehen. Das ist relativ schwergängig und trotzdem haben wir hier eben sehr viel Spiel drin. Das sind solche Sachen, das kann man besser lösen. Trotzdem muss man immer wieder sagen, dass es sich um ein 6-Euro-Spielset handelt und man da die Ansprüche natürlich nicht so mega hoch manchmal stellt. Es muss halten und es muss dem Kind Spaß machen und das kann es auch mit diesen Lösungen hier auf jeden Fall, weil wenn wir darüber meckern in der Review, dann ist das immer ein Meckern auf einem relativ hohen Niveau. Wenn du das einem Kind in die Hand drückst, ist es denen zu 99% der Fälle völlig egal. Über Design lässt sich bekanntermaßen streiten. Ich habe ja schon den kleinen Exkurs zwischen Banbao und diesem Set gemacht. Und wenn wir den von vorne anschauen, ist der natürlich sehr klobig. Also mit stromlinienförmig ist da nicht sehr viel gemacht. Es ist so ein massives Teil vom Aussehen her. Es ist alles sehr kompakt, nicht wirklich detailreich, aber es ist eben ein Spielset und dafür reicht's. Ich finde auch, der Rotor oben ist nicht so schön gemacht worden. Ich weiß nicht, ob es so teuer gewesen wäre, hier nochmal zwei lange Platten beizulegen. Warum muss man das mit diesen kurzen machen? Ich finde, das sieht danach nichts aus. Wenn der hier halbwegs gleich lang wäre, soll ja nicht ganz gleich lang sein, dann wäre es ja auch mit dem Realismus wieder so eine Sache. Aber man kann ihn ja zumindest mal so diese Länge geben. Und da hat man dann nochmal vom Aussehen her mehr rausgeholt als mit diesen, ich weiß nicht, das erinnert mich so ein bisschen an T-Rex. Wenn ihr euch das überlegt, ich meine, ihr kennt ja hoffentlich alle T-Rex als Dino, ne? Du hast so einen riesigen Dinosaurier und dann hast du Arme, die so hier runterhängen. Und so ungefähr sieht das hier aus. Das amerikanisch angehauchte zieht sich dann natürlich auch bei der Figur wieder. Aber ich würde sagen, es ist eine solide Pilotenfigur. Der Druck ist schön, sieht nicht billig aus. Wir haben eine bedruckte Brust, wir haben ein bedrucktes Gesicht. Rücken und Beine sind in dem Fall nicht bedruckt. Und dabei ist eben noch ein Helm. Ich finde, das passt sehr gut und das kann man hier gut reinsetzen. Und ich denke, damit hat man Spaß. Auch wenn es, wie gesagt, vom Aussehen her schon wieder so ein bisschen amerikanisch angehaucht. Aber das muss ja überhaupt nichts Schlechtes bedeuten. Und selbst bei 133 Teilen ist sich Sluban nicht zu schade, da noch ein paar Ersatzteile reinzubolzen. Und das ist natürlich immer ein Service, den ich gutheißen kann. Ich meine zum Beispiel so eine 2x2er-Platte hier, die kann man gut benutzen. Man kann auch so ein 2x1er gut benutzen. Wir haben noch eine schöne Fliese dabei und so weiter und so fort. Ich finde, das ist wirklich in Ordnung, wenn wir bei 133 Teilen so eine Menge an Ersatzteilen haben. Und bei vielen kleinen Sets, die man sich da bei Sluban kauft, kommt da am Ende wirklich was zusammen, aus dem man vielleicht sogar noch mal was Neues bauen kann. Wie unschwer zu erkennen ist, habe ich auch bei diesem Set diesmal die Sticker nicht angeklebt. Jetzt könnt ihr euch natürlich beschweren, aber du sagst doch immer, bei Spielsets klebst du es auf und es ist eindeutig ein Spielset. Ich habe es aber diesmal nicht aufgeklebt, weil ich die Sticker in dem Set unbedingt schlecht finde oder kritisierenswert, sondern ich habe sie diesmal nicht aufgeklebt, weil die Sticker halt einfach auch sehr amerikanisch sind von der Sache her und ich ja
hier in Deutschland meine Videos drehe, das Ding auch in Deutschland irgendeinem Kind weitergeben werde. Und das soll selber entscheiden, ob es dann eben das Modell mit diesen Stickern hier nutzen will. Und zwar haben wir eben ein Polizeiabzeichen, sehr amerikanisch angehaucht, Police, Special Police, ein paar Sticker für den Innenraum und so weiter und so fort. Wie gesagt, das soll dann das Kind, das es am Ende bekommt, selber entscheiden, ob es das haben will oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn am Ende. Es bewahrheitet sich immer wieder, Sluban kann kleine Sets. Dafür reicht die Steinequalität aus, dafür reicht einfach auch ihre Idee vom Bauen her aus und dafür reichen ihre Anleitungen aus. Ich hatte mit dem Set sehr viel Spaß. Ich denke, auch ihr werdet mit eurem Nachwuchs oder auch die kindgebliebenen Großen unter euch werden damit sehr viel Spaß haben. Und dementsprechend kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen, vor allen Dingen auch für das Geld. Auf jeden Fall, wenn ihr dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schaut gerne nochmal in meine Playlist vorbei, die ich euch verlinkt habe hier. Da sind noch viele andere Videos zu vielen Sets von Kobis, Luban und so weiter und so fort. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.